Okay. Ja, guten Morgen. Heute lese ich weiter. Ich denke, wenn ich richtig liege, Kapitel 6. Recording in progress. Ich lese also jetzt von Kapitel 6, erster Abschnitt und da der achte Paragraph. Und dort sagt Jesus gleich am Anfang: Es betrübt mich, wenn meine Brüder meine Entscheidung nicht teilen, nur eine Stimme zu hören, weil es sie als Lehrer und Lernende schwächt. Und das ist interessant, weil sich das auch auf die heutige Lektion bezieht, durch Zufall sozusagen. Ja. Und ich gucke nochmal in die heutige Lektion rein. Da heißt es: Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Es ist sehr wohl möglich, den ganzen Tag über auf die Stimme Gottes zu hören, ohne deine normalen Aktivitäten in irgendeiner Weise zu unterbrechen. Der Teil deines Geistes, in dem die Wahrheit weilt, steht in ständiger Kommunikation mit Gott, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Es ist der andere Teil deines Geistes, der sich in der Welt betätigt und den Gesetzen der Welt gehorcht. Dieser Teil ist es, der ständig zerstreut, durcheinander und in höchstem Maße unsicher ist. Und dieser Kurs, da geht es natürlich darum, dass wir diesen zerstreuten Anteilen uns trainieren oder eben auch die Aufmerksamkeit entziehen, sodass wir mehr und mehr auf die Inspiration des Geistes Gottes hören. Ich lese weiter aus dem Text. Also er sagt ja erst: Es betrübt mich, wenn du nicht nur auf eine Stimme hörst, doch weiß ich, dass sie weder sich noch mich wirklich verraten können, also meine Brüder. Und dass es dennoch sie sind, auf die ich meine Kirche bauen muss. Also es gibt da diese letztendliche Zuversicht, dass alles, dass du deinen Auftrag erfüllen wirst. Darin gibt es keine Wahl, weil nur du das Fundament für Gottes Kirche sein kannst. Eine Kirche ist dort, wo ein Altar ist, und dass ein Altar da ist, macht die Kirche heilig. In einer Kirche, die keine Liebe inspiriert, steht ein Altar verborgen, der nicht dem Zweck dient, für den Gott ihn vorgesehen hatte. Ich muss seine Kirche auf dich gründen, weil diejenigen, die meinem Vorbild folgen, im wörtlichen Sinne meine Jünger sind. Jünger sind solche, die nachfolgen, und wenn das Vorbild, dem sie nachfolgen, beschlossen hat, ihnen Schmerzen jeder Hinsicht zu ersparen, handeln sie unklug, wenn sie ihm nicht folgen. Also nicht auf die Stimme Gottes zu hören, heißt sich Leiden einzuhandeln, während wenn wir auf diese Stimme hören, ersparen wir uns Leiden und gehen hin zur Freude. Und wie hören wir auf die Stimme Gottes? Da können wir natürlich, das können wir eigentlich nur in der Meditation machen. Ich denke, es ist die Stimme der Inspiration, die Stimme der Intuition, die Stimme der Freude. Während der Intellekt seine Lösung darin findet, indem er alles auseinanderpflückt und mit Daten von früher vergleicht. Also wenn du dir anguckst, was das Ego wirklich machst, wenn du das so weit herunter dimmen kannst, dass du siehst, was eigentlich in deinem Geist geschieht in jedem Moment. Das kannst du besonders gut dann sehen, wenn du in ein neues Haus gehst oder mit neuen Leuten zu tun hast, in eine neue Stadt. Dann siehst du, dass das Ego blitzschnell, also viele Male pro Sekunde, die neuen Daten mit alten Daten vergleicht. Das ist so ein ständiges Herumschieben von Bildern. Das wird sehr schön in der Geschichte, in dem Film beschrieben. What the bleep do we know? Was zum Teufel weiß ich? Oder das über die Quantenphysik. Also das Ego hat nur alte Daten und versucht, die neuen Daten mit den alten Daten zu vergleichen und entscheidet dann über deine Reaktion. Und ob du dich denn gut oder schlecht fühlst, hat eben mit deiner Erinnerung zu tun. Also wenn du dann zum Beispiel ein Trauma mit einer Frau erlebt hast, die rote Kleidung trug oder mit Blut oder sonst was. Und dann kommt etwas Rotes zutage, dann verbindet das Ego die Farbe Rot mit einem vergangenen Trauma. Und auf einmal fühlst du dich
so voller Angst oder voller Stress und du weißt gar nicht warum. Das kommt alles daher, weil alte Daten rübergeschoben werden auf die Gegenwart, über die Gegenwart. Und der Heilige Geist sieht aber nur die Gegenwart. Er sieht nicht die alten Daten und er sieht auch keine zukünftigen Projektionen. Außerdem sieht er nicht nur das Materielle, sondern er sieht das Geistige. Und darum kann er dir aufzeigen, was du jetzt zu tun hast. Im Grunde genommen geht es ja, Jesus in den Lektionen sagt, nicht um die Dinge, von denen wir glauben. Heute geht es darum, heute muss ich das und das besorgen. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Alles dient zu deinem Besten. Also, warum muss ich diese Person kontaktieren? Um irgendwas zu bekommen oder irgendwelche Geschichten mit ihnen zu machen, irgendwelche Geschäfte. Das sind ja alles nur vorgehaltene Storys, damit Jesus dich mit bestimmten Leuten in Verbindung bringt, damit ein heiliger Moment passiert. Also wir kennen uns alle seit Urzeiten und dieser Moment und jeder andere Moment ist im Grunde eine Wiederverbindung von alten Freunden, wo wir die Erlösung, die Erinnerung an Gott miteinander teilen. Das ist eigentlich das, was wirklich passiert, damit wir uns letztendlich an Gott erinnern können. Indem wir sozusagen die Angst voreinander loslassen und sagen, oh, wir sind alle in einem Geist vereint. Oder gibt es auch nichts zu entwickeln? Es gibt keinen Prozess dahin. Das ist ja schon so. Wir sind schon, wir teilen schon einen Geist. Aber wir müssen hier auf der Bühne der Vergebung, der Beziehung, der Besonderung, der heiligen Beziehung, das immer wieder einüben, uns immer wieder daran erinnern, oh. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir brauchen nichts projizieren, wir brauchen keinen Groll zu hegen, sondern wir können uns dieser Story, die der Heilige Geist für uns präsentiert, anvertrauen, damit wir uns genügend entspannen können, um unsere Urteile und also die Vergangenheit loszulassen. Also genau das, was das Ego tut, nämlich die Vergangenheit mitzuschleppen in die Gegenwart und die da drüber zu stülpen, dass wir das nicht mehr tun und sagen, nee, lass mich alles frisch und neu sehen. Denn gerade darin liegt ja die Schönheit, wenn ich eine Blume in ihrer Unschuld und Einzigartigkeit sehe oder ein Kind oder dies und das, ohne die Erinnerung. Darum liebe ich es auch nicht, mein Leben lang in einer und derselben Stadt zu verbringen, weil das dann so überladen ist mit Erinnerungen und mein Geist ist sehr gut in Erinnerung. Und dann denke ich ständig an die, die nicht mehr da sind und fühle mich irgendwie auf dem Weg zurückgelassen. So verloren in der Zeitlinie. Da liebe ich doch lieber oder da lebe ich doch lieber in einer Stadt, die keine Vergangenheit hat. Das ist erstmal schon eine große Hilfe, ja. Aber letztlich in dem Gewahrsein zu bleiben, ich bin mir gewahr, ich bin der, der das erlebt, der jetzt hier durch die Straße geht. Aber letztendlich, wenn ich genau hingucke, dann bin nicht ich das, der durch die Straße geht, sondern dieses Gehen durch die Straße geschieht eigentlich ohne, dass da ein Akteur ist. Es geschieht spontan und es geschieht durch den Geist. Das Sehen geschieht von selbst, ohne dass das Ego das fabriziert. Das Hören der Welt geschieht von selbst. So alle Dinge geschehen von selbst, weil der Heilige Geist sie so präsentiert. Und ich muss praktisch nur mitgehen, ohne daraus eine Identität zu bauen. Nur mein Gewahrsein, meine Wachsamkeit, meine Wachheit ist gefragt und meine Freude natürlich auch. Jetzt beschreibt er ja auch, dass die Kirche ist letztlich auf Liebe gebaut und du bist die Kirche, auf die Jesus baut. Du bist der Grundstein sozusagen, du bist Peter, Petrus, auf den er seine Kirche bauen will. Und was ist die Kirche? Die Kirche ist im Grunde genommen wie die Freimaurer sagen das in ihren Ritualen so, es geht um den Wiederaufbau des Tempels. Also in dem Sinne verwendet das Jesus hier auch. Was heißt denn eigentlich den Tempel, der zerstört ist seit dem Einmarsch der Römer in Jerusalem im Jahre 65 ungefähr, also 30 Jahre nach Jesu Kreuzigung? Wie bauen wir den Tempel wieder auf? Einige sagen, wir müssen den Templerorden wieder gründen. Aber eigentlich müssen wir den Geist wieder zusammensetzen in seiner Einheit. Wir müssen ihn nicht wirklich zusammensetzen, aber wir müssen seine Einheit erkennen. Wir müssen erkennen, dass ich noch immer so bin, wie Gott mich schuf. Und das ist eben, wie ich immer wieder sage, das Stille, das ganz Stille, diese ganz Stille präsent, die ganz unsensationell.
daherkommt, die also kein Excitement, keine also Überraschung vielleicht schon, aber die keine, wie sagt man das auf Deutsch, diese Aufregung mit sich bringt, die das Ego immer sucht in der Welt, ja? Das ganze Selbst, das wir suchen, das also die wiederhergestellte Kirche, der wiederhergestellte Tempel in unserem Geist immer noch ist, ist eben ganz still. Und mich mit dieser Stille, und mit der Freude, die darin dann letztlich liegt, zufrieden zu geben, das ist eigentlich das Geistestraining. Das verlangt Vergebung noch und noch und noch, weil wenn ich nicht das bekomme, was ich in meiner Aufregung suche, ah, ich brauche jetzt hier, ich brauche hier ein Eis, ich brauche ein Bierchen, ich brauche eine Beziehung, ich brauche einen neuen Urlaub. Diese Aufregung, also dieses Füttern des Aufnehmungs- und Denkapparats, des Fühlens. Wenn ich das nicht bekomme, dann kommt natürlich das kleine Mädchen und der kleine Junge, die dann einen Wutanfall bekommen, die zappelnd auf dem Boden liegen und schreien, ich will, ich will, ich will. Da kommt unheimlich viel Wut hoch, wenn ich mir das entziehe oder wenn andere mir das entziehen, was ich will. Also ich suche ständig wie eine Ziege auf dem Weg links und rechts nach Gras, wo ich links und rechts zupfen kann. Und in Griechenland klettern die Ziegen sogar auf die Bäume, um auch das letzte Grün von der Landschaft zu grasen. Und so ist das Ego eigentlich auch. Das grast alle Stücke, gerade so im Internet, sind wir alle krank damit, nach irgendwas zu suchen im Internet. Und diesen Weg zu gehen, heißt eben, sich abzuwenden. Das sagt Jesus ja auch, Lektion 45, dreimal, glaube ich, insgesamt oder viermal. Sagt, wende dich nach innen. Lass diese blubbernde Oberfläche auf deinem Geist los und geh einfach nach innen. Und das ist für das Ego das letztendliche Opfer seiner selbst. Und das kann nur jemand tun, der meint, das bin ich gar nicht. Ich bin nicht diese Stimme in meinem Kopf. Und ich muss noch nicht mal wissen, wer oder was ich bin. Aber ich kann mich der Einladung Jesu anvertrauen und dann erkennen, okay, was bleibt denn eigentlich übrig? Da muss ich erstmal schauen, das scheint ja erstmal nur Leere zu sein. Ja? Eine Schamane nannte das die Silberwüste. Also die silberne Wüste der scheinbaren Leeren in deinem Geist. Wo dann irgendwann die Sonne aufgeht, wo du einfach um das Licht der Sonne bittest. Und das ist dann eben nicht mehr begrenzt. Wenn die Sonne Christi in deinem Geist aufgeht, dann erkennst du, dass du eben nicht begrenzt bist. Und dass es alles nur du bist hier, dass du mit Gott eins bist, dass du letztlich selbst Gott bist. So, schauen wir, wo wir sind. Ich habe mich entschlossen, aufzuzeigen, um deinet und meinen Willen, dass der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt, keine Rolle spielt. Also hier die Kreuzigung, und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir als Christentum kennen, was ja eigentlich für uns schade ist im Westen, dass das Christentum als Kirche, die Jahrhunderte und Jahrtausende überstanden hat, während der Islam und das Judentum, das Hinduismus, Buddhismus, die haben niemals eine übergreifende Kirche gehabt, sondern die haben einfach Gruppen gehabt, die sich selbst organisieren. Natürlich haben die ein spirituelles oder religiöses Establishment gebildet, Experten, Erleuchtete und so weiter, Autoritäten. Aber letztendlich, im Islam gibt es Universitäten, die haben so ein bisschen so die Rolle von der Kirche, aber so dies, was wir hier haben, und wenn wir dann angucken, was die wirklich machen, was die Kirche gemacht hat, ist das eigentlich ein großer Verrat an dem, was Jesus gesagt hat. Und er ist zurückgekommen als Buch, ja, um das nochmal klarzustellen, was er eigentlich sagen möchte. Für uns ist eben wichtig, dass wir das nicht eine Kirche als eine Organisation wiederbauen. Aber wir können auch den Kurs genauso verwenden, und darüber rede ich oft. Genau die gleiche Mentalität können wir anwenden, die wir aus den 2000 Jahren Christentum kennen. Aber das nicht zu tun und sagen, oh, der Kurs ist für mich und ich bin die Kirche und ich stelle meinen Geist wieder her und ich bin ein Beispiel dafür, dass ich ein Jünger Jesu bin. Das heißt, ich glaube an ihn, und an ihn zu glauben, das heißt für mich, dass ich alles andere vergebe, was nicht Teil des Heiligen Geistes oder Teil Christi und Teil meines Heiligen Selbst ist. Wie die Welt diese Dinge beurteilt, nicht aber wie Gott sie kennt, wurde ich verraten, verlassen, geschlagen, geschunden und schließlich getötet.
Es war klar, dass dies nur wegen der Projektion anderer auf mich geschah, da ich niemanden geschadet und viele geheilt hatte. Das sagt Jesus auch, glaube ich, im Urtext oder irgendwo, dass die Kreuzigung geschah eigentlich, weil das Ego Unschuld nicht ertragen kann. Ja? Das ist der schlimmste Angriff oder die schlimmste Blasphemie, wenn jemand wirklich unschuldig ist, weil das Skript des Ego basiert natürlich auf Angriff und darauf, dass alle schuldig sind. Das hat dann Augustin auch das erste Mal geschrieben. Diesen Glauben gab es im Judentum so gar nicht an die Erbsünde, ja. Und dann auf einmal fällt Augustin ein, der eigentlich ein genialer Mystiker war, oh, da gibt es die Erbsünde, ja. Und wer Familienaufstellung macht, der weiß, er kriegt mit, dass natürlich wandert die Schuld über den Familienbaum und muss dann irgendwann aufgelöst werden. Aber was Augustin gemacht hat, war ja eigentlich, die Leute zu versklaven. Denn Schuld einreden, gerade was wir in Deutschland erleben, Schuld einreden ist ein Angriff. Das ist ein Angriff auf die geistige Gesundheit von Kindern und Erwachsenen. Und so müssen wir das sehen. Und das eben nicht annehmen und sagen, nein, die Schuld, die du mir hier gerade anbietest, nehme ich nicht an. Ich war in Israel und habe nach dieser Schuld gesucht, die sie... In der DDR gab es diese Schuld so nicht, aber es gab sie in der Kirche und da massiv, bom, bom, bom. Und ich habe dann Israel danach gesucht und wurde mir nicht zurückgespiegelt. Überhaupt nicht. Oh, toll, du kommst aus Deutschland. Oh, schöner Wein, gibt es schönen Wein da und so. Das war nicht deren Thema. Das ist unser Thema, das ist mein Thema. Ja, meine Großeltern, die haben die Nazis gewählt. Die sind dann einmal anderen Geistes geworden, haben in der bekennenden Kirche gegen die Nazis sozusagen gekämpft, auch subtil, natürlich nicht mit der Waffe. Trifft mich Schuld? Ja, vielleicht. Aber wir können diese Schuld loslassen. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir sollten nicht aus Schuld heraus eine Art Kompensation betreiben und diese Schuld unser Leben lang mit uns herumschleppen, wie das den Christen und auch den Deutschen eingeredet wurde. Du bist ohne Schuld, du bist unschuldig. Du musst in diese vergiftete Karotte nicht beißen, die du dir selbst anbietest. Denn durch Schuld hältst du deine Welt zusammen. Und ohne Schuld fliegst du einfach, entgleitest du in den Himmel, könnte man sagen. Wenn kein bisschen Schuld mehr da ist, dann hat diese Welt keinen Sinn mehr. Die Welt ist dazu da, damit du Vergebung lernst und praktizierst. Als Lernende sind wir nach wie vor gleich, auch wenn wir nicht die gleichen Erfahrungen machen müssen. Also du brauchst keine Kreuzigung mehr zu machen. Der Heilige Geist freut sich, wenn du von dem Meinen lernen und durch sie wieder erweckt werden kannst. Das ist der einzige Sinn und Zweck und auch die einzige Art und Weise, wie ich als der Weg, die Wahrheit und das Leben wahrgenommen werden kann. Natürlich kann man auch die Kreuzigung und die Kreuzwegstation, die ja in der katholischen Kirche, ich glaube es gibt 14 oder 16 Stationen, kann man die nehmen in der Mystik und das als Symbol dafür verwenden, wie das Ich losgelassen werden kann. Man kann all das dafür verwenden. Aber eben, das muss ohne erneuerte Schuld gehen. Also das spirituelle Selbst, das erwachende Selbst muss sich auf die Seite Gottes stellen, auf die Seite Christi, wo die Liebe ist und nicht auf die Seite des Ego. Obwohl natürlich christliche Mystiker das gemacht haben und damit auch Erfolg hatten. Die haben, haben sich so oft gekreuzigt, bis dann irgendwann das Ego kollabiert ist. Aber es gibt einen leichteren Weg und das ist einfach der Vergebung. Wenn du nur eine einzige Stimme hörst, wird nie von dir verlangt, Opfer zu bringen. Außer das größte Opfer, außer alles zu opfern. Ne? Für das Ego ist alles ein Opfer. Aber wenn du dich eben nicht mehr mit dem Ego identifizierst, dann ist das eben kein Opfer von etwas Realem. Das ist nur ein Opfer von Illusionen. Im Gegenteil, dadurch, dass du imstande bist, den Heiligen Geist in anderen zu hören, kannst du aus ihren Erfahrungen lernen und Nutzen ziehen, ohne sie selbst direkt zu erleben. Das ist doch ein wunderbares Angebot. Denn normalerweise, was für Eltern und für Onkel, Tanten und so weiter und für Lehrer so schlimm zu ertragen ist, dass jede Generation darauf besteht, ihre eigene Erfahrung zu machen. Anstatt diesen Wust, diese Welle, diese Masse an Weisheit, die wir erlebt haben, die wir akkumuliert haben, direkt zu transferieren und zu sagen, hier, er macht da weiter, wo ich aufgehört habe. Muss diesen ganzen Scheiß nicht mehr machen. Nein, 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 das glaube ich dir alles nicht. Das muss ich alles selbst rauskriegen. Ja? Und er sagt dir, wenn du den Heiligen Geist in deinem Bruder hörst, ja, das muss man erstmal, was ist denn das eigentlich? Ja? Wie höre ich denn bitte den Heiligen Geist? Dann musst du all das nicht lernen.
was er bereits gelernt hat. Und er sagt an anderer Stelle, wenn du dich entscheidest, dass dein Bruder die Stimme des Heiligen Geistes ist, dann ist sie das auch. Du musst erstmal den Groll loslassen und die Urteile und sagen, okay, mein Bruder ist die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Leben. Mein Partner zum Beispiel, ein wunderbares Beispiel. Oder meine Kinder. Stell dir das mal vor, dass du von deinen Kindern lernst. Ja? Was will denn Gott mir jetzt gerade sagen? Muss ich jetzt die Tarotkarten legen? Kann ich gerne machen, aber ich kann auch auf meinen Bruder hören. Also die Stimme Gottes spricht dann zu dir, innerlich und äußerlich, wenn du es willst. Das macht vielleicht Angst, weil du denkst, oh, ich muss jetzt meine Unabhängigkeit loslassen. Aber der ganze Kurs ist dazu da, dir aufzuzeigen, dass deine Unabhängigkeit dich nur ins Desaster führt. Also das Ego kennt den Weg zum Glück nicht. Das Einzige, was das Ego aufrechterhalten kann, ist der Status Quo, deine Wohlfühlblase. Noch mehr von dem Gleichen, sagte Nietzsche, die ewige Wiederholung des Gleichen. Das kann das Ego dir anbieten. Und den Tod natürlich, aber auch letztendlich noch nicht mal das. Ja, noch nicht mal das. Das liegt daran, dass der Heilige Geist eins ist und jeder, der hinhört, wird unweigerlich dazu hingeführt, seinen Weg für alle aufzuzeigen. Also wenn du auf den Heiligen Geist hörst, dann wirst du zu einem wahren Lehrer. Dass du es lebst, dass du die Lehre des Heiligen Geistes lebst. In dem Moment bist du ein Lehrer. Und bin ich jetzt ein Lehrer? Nur dann, wenn ich die Wahrheit sage. Nur dann, wenn ich mich dem Heiligen Geist öffne. Ich bin noch nicht ein Lehrer, ich bin kein Lehrer, nur weil ich das Buch lese. Das ist also eine Herausforderung in jedem Moment. Erinnere ich mich jetzt gerade an Gott oder nicht? Bin ich jetzt verfügbar? Indianer nennen das den Weg der Flöte oder die Schamanen sagen das der Weg des hohlen Knochens. Trittst du zur Seite und lässt Gott also praktisch durch dich das Lied deines Lebens spielen, dann musst du zur Seite treten. Dich überlassen, hingeben. Die Kreuzigung ist auch ein Symbol dafür, aber wie er sagt, muss es nicht mehr so schlimm sein. Es ist einfach nur ein leises, leichtes, wie ein Tänzer, zur Seite treten. Du tanzt mit dem Heiligen Geist, machst Tanzschritte und du lässt es leicht und freudig sein. Und diese ganze alte christliche Schwere wirfst du einfach über Bord. Du musst auch nicht diese ganzen Konzepte ständig erinnern. Denn es läuft ja alles nur auf einen einzigen Gedanken hinaus in diesem Moment. Gott, nur du. Nur du, Gott. Oder wie Jesus den Psalm zitiert, sei stille und wisse, dass ich Gott bin. Das ist auch ein Kurs und mehr braucht es nicht. Da braucht es nicht viel. Und alles, was der Kurs sagt im Text und im Übungsbuch, ist immer nur diese Erinnerung an das ganz Simple, an diesen Moment, diese kleine Hinwendung zu Gott, in diesem Moment, dieses sich zur Verfügung stellen, weil du das ja bist. Du stellst dich nicht jemanden anderen zur Verfügung, sondern nur dir selbst, indem du dich an dein eigenes Sein, an dein eigenes Selbst erinnerst. Du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Es wird nicht von dir verlangt, meine Erfahrung zu wiederholen, weil der Heilige Geist, den wir miteinander teilen, dies überflüssig macht. Um konstruktiven Nutzen aus meinen Erfahrungen zu ziehen, musst du dir allerdings ein Beispiel daran nehmen, wie ich sie wahrgenommen habe. Also eben es abzulehnen, mich als Opfer zu fühlen. Wenn selbst Jesus sich nicht als Opfer gefühlt hat, wow, wie empfindlich bin ich denn? Gestern hat meine Frau nicht auf mich reagiert. Ich habe dir eine Frage gestellt, die einfach übergangen hat, gerade was anderes gemacht und ich war völlig, fühlte mich völlig zur Seite gedrängt oder übersehen. Und dieses Ganze sich als Opfer fühlen, weil Erwartung nicht genügt wird oder weil man übersehen wird oder weil man übergangen wird oder weil irgendeine Antwort einen kränkt, ja. Darüber zu springen, zu sagen, okay, ich fühle mich gerade gekränkt, aber das kann ich auch gerne loslassen. Ja. Es gibt ja im 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker den vierten Schritt,
wo man ausgerechnet allen denen vergeben muss, gegen die man Groll hegt. Also all den bösen Menschen aus der Vergangenheit. Den muss man vergeben, wenn man mit dem Trinken oder mit sonst einer Sucht aufhören soll. Und was da einer dieser Schritte, um herauszubekommen, was eigentlich geschehen ist in der Vergangenheit, muss man die Art der Kränkung aufschreiben. Und das ist dann immer nur solche Sachen wie Stolz und Selbstwert. Solche Sachen werden gekränkt. Aber wenn ich mir selbst als Ego eben keinen Wert mehr beistelle, wenn ich eben sage, mein Wert kommt aus der Einheit, von Gott, nicht davon, dass ich irgendwas aufgehäuft oder akkumuliert habe, irgendwelche Fähigkeiten, Erfolge, Verdienste aufgehäuft habe, indem ich gut bin, indem ich intelligent oder schön oder sonst was bin, sondern einfach, ich bin einfach. Dadurch, dass ich existiere, bin ich heilig. Dann muss ich da auch nichts verteidigen, weil die Außenwelt es nicht angreifen kann. Ja? Wenn ich mich als Leere sozusagen, als etwas ohne Zentrum wahrnehme, ohne dieses Ego, was einfach nur dadurch meinen Geist so fliegt, aber wenn ich das eben mal zur Seite fliegen lasse und einfach nur in dieser inneren scheinbaren Leere oder in dieser Fülle bleibe, die also einen räumlichen Effekt hat, dann muss ich mich nicht und kann ich mich auch nicht angegriffen fühlen, weil ich bin wie eine Welle im Ozean. Wer kann denn bitte eine Welle angreifen? Man kann darauf schlagen, aber es bleibt trotzdem Teil des Ozeans. Darum geht's. Meine einzige Lektion, die ich lehren muss, wie ich sie lernte, ist, die ich lehren muss, wie ich sie lernte, keine Wahrnehmung, die nicht in Einklang mit dem Urteil des Heiligen Geistes steht, lässt sich rechtfertigen. Ich habe es unternommen zu zeigen, dass dies in einem Extremfall zutraf, nur darum, weil es eine gute Lernhilfe für die sein konnte, die nicht in solch extremen Versuchungen geraten würden, dem Ärger und dem Angriff nachzugeben. Ich will mit Gott, dass keiner seiner Söhne leiden soll. Wie war das unvorstellbar, dass Jesus sich eben nicht als Opfer sah? Was für eine Art von Geisteshaltung war das? Das offene Gewahrsein aufrechtzuerhalten durch diese ganze unbeschreibliche Tortur. Alles zuzulassen und in allem zu sein. Also er hat ja auch nicht den Körper transzendiert. Denn was normalerweise passiert ist, das geschieht mit Frauen besonders, aber auch mit anderen, unter intensiven Schmerzen oder Missbrauch gestellt werden, die springen raus, sie fliegen in die höhere Sphären und verlassen ihren Körper. Aber Jesus ist dabei geblieben und hat dies in seiner ganzen Gänze durchlitten, ohne sich als Opfer zu fühlen. Und daran, das ist für Christen immer ein Beispiel gewesen der Hingabe und des Gehorsams. Obwohl Gehorsam hier natürlich nicht gemeint wird an eine äußere Autorität, sondern eine innere Autorität. Aber das, natürlich ist das ein Beispiel, an das wir uns erinnern können, klar. Dann kann man demütig werden, wenn man das sieht, was da geschehen ist, was er gemacht hat. Und er hat es für andere gemacht. In dem Fall natürlich war das ein großes Opfer. Aber angenehm ist das nicht. Also Master Teacher hat gegenüber Paul mal gesagt, der sagte, ja, Jesus war ja gar nicht da bei der Kreuzigung, war kein Körper und so weiter. Und sagt, nein, nimm nicht die Menschlichkeit von meinem Erlöser Jesus, sagte der Master Teacher. Diese Falle gibt es, wird sowohl im Islam, im Koran beschrieben, Jesus wurde gar nicht gekreuzigt, aber auch im Gnostizismus, Jesus stand neben dem Kreuz oder es praktisch jemand anders wurde gekreuzigt. Nein, Jesus wurde gekreuzigt und er wurde als Mensch gekreuzigt. Und da ist es eben wichtig, in der Art, wie ich denke, das eigene Menschsein mitzunehmen in diesen Augenblick und nicht abzuspalten und zu sagen, ich bin spirituell. Jesus hat das nicht gemacht und wir sollten es auch nicht tun. Denn, wie ich immer wieder sage, wenn du von hier gehst, dann willst du alles mitnehmen. Auch dein Menschsein, denn du bist hier, um dein Menschsein zu erlösen mit dem Heiligen Geist. Wenn du es zurücklässt und sagst, es ist mir zu schmutzig, das ist mir nicht spirituell genug, diese Anteile von mir, die spalte ich mal ab und schiebe die irgendwo anders hin, die sehe ich dann da draußen in der Außenwelt und ich wehre mich da schön gegen und gehe dem schön aus dem Weg,
dann kommst du eben nochmal wieder und kommst nochmal wieder und kommst nochmal wieder und kommst nochmal wieder. Das heißt, Vergebung heißt, alles zu integrieren und ist diesmal zu tun, nicht in der Zukunft. Und alle Fantasien von Reinheit und Perfektion zu verbrennen und nicht den Kurs dazu zu nehmen und die gleichen Fehler wiederzumachen. Die Kreuzigung lässt sich nicht miteinander teilen, weil sie das Symbol der Projektion ist. Die Auferstehung aber ist das Symbol des Miteinanderteilens, weil das Wiedererwachen des Sohnes Gottes notwendig ist, damit die Sohnschaft ihre Ganzheit erkennen kann. Nur das ist Erkenntnis. Die Botschaft der Kreuzigung ist vollkommen klar. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Okay, das ist jetzt der Abschnitt, den ich gelesen habe, und ich würde jetzt eine Meditation gerne machen mit euch, um das einfach praktisch anzuwenden. Und zwar, lass uns einfach mal nach innen gehen, wie das in den letzten Lektionen beschrieben wurde. Wir wenden unseren Geist nach innen. Und wir lassen uns in die Tiefe sinken. Das heißt, wir lassen alle Sicherheiten los. Wir lassen die Augen los, die Kontraktion der Augen, die Kontraktion der Stirn, auch des Kiefers. Die Kontraktion des Gehirns lassen wir los. Wir müssen nichts mehr herausbekommen, nichts verstehen. Wir lassen unsere Gedanken los. Und wir lassen uns nach innen sinken. Wir lassen uns einfach tiefer sinken. Und wir bitten den Heiligen Geist, zu uns zu kommen, uns zu erleuchten. Wir öffnen uns also nach oben, laden den Heiligen Geist ein, zu uns zu kommen, uns die Erkenntnis zu schenken, die Erkenntnis der Wahrheit. Das Gewahrsein dessen, was ist, was ich, was du jetzt bist. Was bin ich? Zeig mir, wer ich bin. Verbinde dich auch mit der Erde, die dich trägt, die dich mit Energie versorgt. Öffne dich nach unten auch zum Mittelpunkt der Erde, wo du dir eine Sonne vorstellen kannst, von der ein Energiestrom nach oben strömt. Und du verbindest diese beiden Ströme der Energie in deinem Herzen. Du musst nichts machen, du musst einfach nur zulassen, dich öffnen, all deine Abwehrmechanismen zur Seite legen. Heiliger Geist, erleuchte mich, lass mich die Wahrheit sehen. Zeig mir, was Freude ist. Zeig mir, was Frieden ist. Zeig mir, wie ich die Welt ohne Urteil sehen kann. Nimm alles von mir, was mich an die Vergangenheit bindet. In unserem Herzen lassen wir eine Erinnerung aufleuchten, wie ich das schon diese Woche einmal gemacht habe, in der Meditation. Und zwar erinnere dich an die tiefste Freude, an den tiefsten Frieden, den du jemals erlebt hast. Und versuche dieses Gefühl wieder in dir wahrzunehmen, indem du diese Erinnerung in das Hier und Jetzt holst. Was war dein tiefster Moment tiefsten Friedens, tiefster Freude, tiefster Liebe, höchster, größter Liebe?
Wie fühlte sich das an? Und du denkst nicht darüber nach, das ist keine Aufgabe für deinen Verstand, sondern nur ein Zulassen der Erinnerung, ein Zulassen dessen, was jetzt eigentlich da ist, ein Zulassen dessen, was du eigentlich in der Zukunft suchst. Es ist jetzt schon hier. Und wenn du es zulässt, diese Freude, diesen Frieden, du irgendwann in irgendeinem Leben, auf irgendeiner Galaxie, auf einer Ebene der Schöpfung oder im Himmel erlebt hast, wenn du ihn jetzt zulassen kannst und das kultivieren kannst und dabei bleiben kannst, dann musst du nicht mehr in der Zukunft zu suchen. Spür diese Freude in dir auf. Wenn es dir schwerfällt, dich an etwas Bestimmtes zu erinnern, dann erschaff dir eine Szenerie der Perfektion. Wie Jesus im vergessenen Gesang beschreibt, den ich morgen gerne lesen möchte. Gibt es eine Erinnerung in dir an das Lied? Also, die Leute von den Anden nennen dieses Gefühl auch das innere Lied, das Lied deiner Seele. Es gibt einen Fetzen Erinnerung in dir und das ist wie ein kleines Stückchen Glut, das übrig geblieben ist von einem Feuer, das vor langer Zeit einmal brannte. Und das musst du wieder anblasen, dieses Stückchen Glut, damit es wieder ein Feuer wird. Da gibt es Widerstand durchaus dagegen, weil der Verstand nicht möchte, dass du dich über Freude erlebst ohne Grund. Er möchte ganz klar verstehen, warum du glücklich bist. Und das hat bitteschön etwas mit dem Außen zu tun. Aber wenn du anguckst, dir dein Leben anschaust, dann erinnerst du dich vielleicht immer wieder an Momente des Glücks,